Max Hermann Neisse, ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen. Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen. Die Heimat klang in meiner Melodie. Ihr Leben war in meinem Lied zu lesen, das mit ihr welkte und mit ihr gedieh. Die Heimat hat mir Treue nicht gehalten. Sie gab sich ganz den bösen Trieben hin. So kann ich nur ihr Traumbild noch gestalten, der ich ihr trotzdem treu geblieben bin. In fremder Ferne mal ich ihre Züge, zärtlich gedenkend mir mit Worten nah. Die Abendgiebel und die Schwalbenflüge und alles Glück, das einst mir dort geschah. Doch hier wird niemand meine Verse lesen, ist nichts, was meiner Seele Sprache spricht. Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen. Jetzt ist mein Leben Spuk. Wie mein Gedicht. Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich bespreche heute das Gedicht »Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen« von Max Hermann Neisse. Max Hermann Neisse gehört zu jener Dichtergeneration, die, man möchte fast sagen, besonderes Pech gehabt hat. Er ist 1886 geboren und das heißt, in seiner Jugend kommt es zum Ersten Weltkrieg. Anschließend die 20er Jahre, eine Zeit des Aufbaus, eine Zeit der Hoffnung, aber dann die 30er Jahre, Drittes Reich, Exil und dann der Zweite Weltkrieg. Eine sehr schwierige Zeit und das spiegelt sich in diesem Gedicht, das ich ausgewählt habe. Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen. In diesem Gedicht reflektiert Max Hermann Neisse seine eigene Erfahrung als Exilschriftsteller. Allerdings ist es eine Erfahrung, die er nicht alleine gemacht hat. Es war eine ganze Reihe von vielen, vielen Künstlerinnen und Künstlern, natürlich auch Menschen, die aus anderen Gründen Deutschland verlassen mussten. Hier aber geht es tatsächlich um das Exilschicksal eines Menschen, der in der deutschen Sprache beheimatet ist. Denn es gibt ja viele Heimaten, die man haben kann. Die Heimat muss ja nicht unbedingt ein Ort sein, es muss ja nicht unbedingt ein Land sein. Die Heimat kann ja auch zum Beispiel ein Mensch sein, eine Familie, ein Tätigkeitsfeld kann auch Heimat sein. Und darum geht es hier in diesem Gedicht. Die Heimat dieses Dichters ist die deutsche Sprache. Und das kommt hier am Ende sehr klar zum Ausdruck. Aber gehen wir mal systematisch vor, schauen wir uns zuerst einmal das Gedicht einfach als Form an. Da sehen wir 4 Strophen, jede Strophe hat 4 Verse. Das ist in einem sehr gängigen Kreuzreim geschrieben, also die Form ist, sagen wir, eher konservativ, das ist kein freies Gedicht, kein avantgardistisches Gedicht. Es ist geschrieben fast wie ein Lied, das hat fast einen liedhaften Charakter und das klingt auch in den Versen selbst an. Er spricht hier von seiner Melodie und von seinem Lied. Und damit ist natürlich seine Dichtkunst gemeint. Die Heimat klang in meiner Melodie. Die Melodie, das ist die Sprachmelodie. Und er zeigt sich hier als Sänger, als Dichter von Liedern. Das ist ein ganz gängiges Bild, dass Dichter sich als Sänger bezeichnen, dass sie sich als Liedermacher sozusagen präsentieren, auch wenn diese Lieder nicht eine gesungene, klingende Melodie haben, sondern eben eine Sprachmelodie. Und das Wort Heimat ist ein Wort, das sich hier durchzieht. Die Heimat klang in meiner Melodie. Da dürfen wir jetzt nicht
den Fehler machen, daraus zu schließen, dass Max Hermann Neyse ein Heimatdichter gewesen sei. Heimatdichter gab's natürlich gerade im Dritten Reich genügend. Dann ging es um sogenannte Blut- und Bodendichtung, wo eben der deutsche Boden und das deutsche Blut besungen wurde. Das verstand man damals unter Heimatdichtung im positiven Sinne. Also das war eine Dichtung, die im Nationalsozialismus gefördert wurde. Das ist nicht die Dichtung, von der Max Hermann Neyse spricht. Er hat Deutschland verlassen, weil er genau mit diesem Kunstbegriff, mit diesem Kulturbegriff, der sehr, sehr eng gefasst war im Nationalsozialismus, eben genau nichts anfangen konnte. Die Heimat, die in seinem Lied, die in seinem Gedicht klingt, das ist etwas anderes als diese Blut- und Bodenheimat. Also das vielleicht hier noch ganz wichtig zum Richtigstellen. Dann spricht er weiterhin von der Heimat in der ersten Strophe. Ihr Leben war in meinem Lied zu lesen, das mit ihr welkte und mit ihr gedieh. Also ich habe sozusagen mitgelitten mit der Heimat. In den 20er Jahren, das war die Blütezeit dieses Dichters. Da konnte er in Zusammenarbeit mit anderen Künstlerinnen und Künstlern seine Werke präsentieren, da hat er Anerkennung gefunden, da konnte er auftreten. Und das war die Zeit, wo er auch das Gefühl hatte, etwas gestalten zu können. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, das Bild der Dichter, die irgendwo in einem stillen Kämmerlein sitzen und vor sich hinschreiben und eigentlich von der Welt da draußen nichts mitbekommen, dieses Bild ist sehr, sehr schräg und es stimmt eigentlich nicht. Viele Menschen, die schreiben, schreiben um etwas zu gestalten, um etwas zu erreichen, um etwas zu vermitteln. Und das kommt hier raus. Also mein Lied, meine Dichtung war geknüpft an die Politik, an die Geschichte, Kultur Deutschlands. Und ich habe da etwas mitgestaltet. Es ist gediehen, wie eine Blume, gewachsen und es ist gewelkt. Denn dieses Deutschland, von dem er geträumt hat und das er gestalten wollte, das ist kaputt gegangen. Und das kommt in der nächsten Strophe. Die Heimat hat mir Treue nicht gehalten. Also diese Heimat, die ich erträumt und herbeigeschrieben habe, die Heimat, die in meinem Lied war, die hat mich verraten. Mein Traum, mein Wunsch nach einer bestimmten Art von Heimat, dieser Traum hat sich nicht erfüllt. Sie gab sich ganz den bösen Trieben hin. Das muss man eigentlich gar nicht erklären, was damit gemeint ist. Aber natürlich spricht er hier vom Nationalsozialismus, vom Dritten Reich. So kann ich nur ihr Traumbild noch gestalten. Eben, er will gestalten, aber die Realität ist eine andere geworden. Während er in den 20er Jahren vielleicht noch das Gefühl hatte, da entsteht etwas Gutes und ich kann Teil davon sein, vielleicht ein ganz kleiner Teil, aber ich bin Teil von etwas Gutem, das hier wächst. Jetzt ist dieses Gute verdorben und ich kann nur noch davon träumen. Es ist ein Traumbild meiner Heimat, aber sie existiert nicht mehr, der ich ihr trotzdem treu geblieben bin. Das war die Zerrissenheit ganz vieler Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. Das ist die Zerrissenheit vieler Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, auch heute noch. Sie müssen gehen, weil sie nicht mehr erwünscht sind, weil sie verfolgt werden, weil ihr Leben bedroht ist, weil ihre Visionen, weil ihre politische Kraft, die sie versuchen einzubringen, sie gleichzeitig in Gefahr bringt. Aber diese Menschen halten weiterhin an ihrem Traum fest. Ich bin dieser Heimat treu geblieben. Ich möchte immer noch gestalten. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Und jetzt in der dritten Strophe kommen wir zum Ist-Zustand. Am Anfang hat er erzählt, ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen. Lang, lang, lang ist es her. Und es fühlt sich an, als wäre es ewig her. Denn es hat sich so vieles in so kurzer Zeit so stark verändert. In fremder Ferne mal ich ihre Züge zärtlich gedenkend, mir mit Worten nah. Ja, ich bin jetzt
in der Fremde. Und dort geht es mir nicht gut. Ich träume von der Heimat. Und ich träume von all den guten Dingen, die ich dort erlebt habe. Das ist einerseits der Erfolg, die Anerkennung als Schriftsteller, natürlich auch der Freundeskreis, aber auch die Kleinigkeiten, die Abendgiebel und die Schwalbenflüge. Mein Blick aus dem Fenster, der Wechsel der Jahreszeiten, das Dächermeer in Berlin. Das alles vermisse ich. Hier ist alles fremd. Und die letzte Strophe schließt das Gedicht mit einem sehr bitteren Ton. Doch hier wird niemand meine Verse lesen. Ist nichts, was meiner Seele Sprache spricht. Meine Seele spricht Deutsch. Und das ist eben diese Sprache, in der ich, Dichter, beheimatet bin. Aber hier spricht das doch niemand. Oder es gibt natürlich schon andere deutsche Exilanten, die auch da sind. Der Kreis war durchaus auch wertvoll. Die haben sich auch gegenseitig teilweise unterstützt. Nicht immer hat das geklappt. Aber diesen Zugang zu einem Publikum, den findet ein deutscher Dichter in Großbritannien nicht. Zumal nicht in dieser Zeit. Da waren die Deutschen unerwünscht. Und man hat sie ja mit einem schrägen Auge angesehen. Und das könnt ihr euch gut vorstellen, denn wie geht es denn heute Menschen aus, sage ich jetzt mal, Schurkenstaaten, und da gibt es immer wieder, da fallen euch sicher selbst Beispiele ein, es gibt Staaten, die aus Gründen ein sehr negatives Image haben, und wenn jemand aus diesen Staaten flieht, sogar wenn er aus den richtigen Gründen flieht, Achtung, es gibt ja auch falsche Gründe zu fliehen, wenn man so die öffentlichen Diskurse sich anhört, aber sogar wenn jemand aus den richtigen Gründen flieht, das Image des Staates, aus dem jemand kommt, das heftet sich an die Person und die Person wird damit identifiziert, ob sie will oder nicht. Und damals war Deutschland der Schurkenstaat Nummer 1. Und als deutscher Dichter in der Fremde, im Exil zu leben, das war nicht besonders angenehm. Auch nicht für die arrivierten großen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die schon einen Namen hatten, die auch schon internationale Bekanntheit hatten, noch viel mehr für die, die wirklich eher lokal gewirkt haben. Die hat man überhaupt zu schräg angeschaut. Und das kommt hier eben in der letzten Strophe raus. Was ich schreibe, können die ja gar nicht verstehen. Die können gar nicht nachvollziehen, was ich hier mache. Viele Dichterinnen und Dichter haben versucht, in der Sprache der neuen Heimat zu schreiben. Das ist nicht so einfach. Das ist aus vielerlei Gründen ein schwieriges Unterfangen. Man hat vielleicht nicht das Vokabular, man hat vielleicht nicht dieses Niveau, das man in der eigenen Muttersprache hat. Man kommt vielleicht auch nicht sofort in die Themen rein, die jetzt in diesem Land wichtig sind. Man ist rückwärtsgewandt, weil man das, was man mitgebracht hat, in sich verarbeiten möchte. Das interessiert aber niemanden, der da ist. Hier geht es um andere Dinge. Und alles das schwingt hier in diesen Versen. Und ganz am Ende sagt er, ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen. Jetzt ist mein Leben Spuk. Jetzt bin ich ein Schatten. Und mein Gedicht ist auch ein Schatten. Denn diese Gedichte finden kein Publikum mehr. Sie finden niemanden mehr, der sie versteht. Auch dieses Gedicht ist ein Spuk. Wer liest es denn? Die in London, lesen die dieses Gedicht und sagen, wow, ein wunderbares Gedicht. Ja, natürlich gab es auch in London Menschen, die Deutsch gesprochen haben und die dieses Gedicht verstehen hätten können. Aber wie kommt man denn zu diesen Leuten? Und können die wirklich nachvollziehen, worum es hier geht? Dieser Verlust, dieser doppelte Verlust von Heimat. Es ist nicht nur das Territorium, es ist nicht nur eine Wohnung, eine Stadt. Es ist auch die Sprache, die man verliert. Und das ist ein großes Thema bei vielen, vielen Exilautorinnen und Autoren. Schaut vielleicht auch mal bei Masha Kaleko rein. Die hat auch genau über dieses Thema geschrieben. Und hier bei Max Hermann Neise all diese Bitterkeit. Denn das kommt hier auch noch dazu, er hat schon selbst gefühlt, dass es möglicherweise keine Rückkehr mehr gibt. Viele
Menschen, die ins Exil gehen, retten sich ja über die Zeit, indem sie sich einreden, naja, das ist jetzt mal so, vielleicht ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, ich muss jetzt einfach die Zähne zusammenbeißen, durchhalten und dann geht's nach Hause. Aber das ist leider sehr häufig eine Illusion. Erstens, weil die Gründe, warum man weggegangen ist, diese Gründe können sehr lange anhalten, es kann sich sogar die Lage verschlimmern. Es kann auch sein, dass die Heimat, die man verlassen hat, sich in der Zwischenzeit, während man weg war, so lang und so weit verändert, dass man das, was man wiederfinden möchte, gar nicht mehr wiederfinden kann. Und dann bleibt man da, wo man jetzt ist. Also das ist diese schwierige Situation von Menschen, die migrieren. Jetzt, wenn man migriert, weil man das möchte und wenn man eine bessere Zukunft sucht, dann ist man vielleicht von der ganzen Haltung noch ein bisschen optimistischer. Aber wenn man flieht, weil man bedroht ist und weil man einen Traum aufgeben muss, dann natürlich ist die Haltung schon eine ganz andere. Und das kommt aus diesen Versen heraus. Falls ihr den Wikipedia-Artikel zu Max Hermann Neise lest, da könnt ihr ein bisschen mehr erfahren über seine Biografie. Und da steht ein sehr bitterer Satz, der mich so ein bisschen bedenklich gestimmt hat und den möchte ich euch jetzt auch noch so mitgeben. Da steht nämlich, Max Hermann Neise wurde rasch vergessen. Nach seinem Tod hat man seine Gedichte nicht mehr gelesen. Er war nicht einer von diesen Großen, die im Kanon sind. Dann hat man ihn ein paar Jahrzehnte später wiederentdeckt und dann, und das ist eben dieser bittere Schluss, und dann hat man ihn wieder vergessen. Und da klingt das, jetzt ist mein Leben Spuk, wie mein Gedicht. Es lohnt sich, vergessen geglaubte Werke wiederzuentdecken und wiederzulesen. Darin finden wir eine Stimme aus einer anderen Zeit, die aber zu uns heute spricht und sehr laut und sehr deutlich spricht und uns etwas sagt, das wir auch heute noch erleben und fühlen. Also geben wir Autorinnen und Autoren wie Max Hermann Neise eine Chance. Lest da rein, da gibt es noch viel anderes. Ich werde auch noch anderes auf meinem Kanal präsentieren. Und für heute danke ich euch fürs Zusehen und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video.